Hallo ihr Lieben, wir sind heute bei einer geilen Location, Grillgurts, im Store hier in der Outdoor-Küche oder beziehungsweise im Outdoor-Bereich. Ja, neben mir der Joscha von Meat & Crate. Und, hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir da sind. Herzlich willkommen. Ja. Ich übergebe für heute. Dankeschön. Wir haben richtig Knast, das heißt Hunger. Und eins der schnellsten und wirklich auch, ey, das ist so schnell und lecker gemacht. Philly Cheesesteak Sandwich kennt jeder, aber so ein Pork Cheese Sandwich, wirklich. Kenn ich noch nicht. Hast du noch nicht gegessen? Nee, aber du hast mir davon erzählt, du hast mir vorgeschwärmt, du hast gesagt, das ist geil. Weil es schnell gemacht ist, es ist knusprig und bei einem schönen, fetten Schweinenacken, da kannst du wirklich knusprig, da kannst du reinhauen. Und es gibt hinten wirklich so einen extremen Geschmack raus. Und du brauchst, ihr seht ja, was wir an Zutaten brauchen. Also wir sind mal, ich würde sagen, eine Viertelstunde sind wir durch und können essen. Und ich übernehme jetzt die Schnibbelarbeiten und der Profi neben mir grillt dann. Und, mega. Ja, geil, oder? Und ich schaue dann zu. Wir fangen an mit zwei Paprikas. Die Farbe spielt eigentlich keine Rolle, aber rot und grün sieht schön aus. Fangen wir mit unseren Paprikas an. Wir schneiden uns einfach ein paar schöne Scheiben runter. Oder schneiden wir uns einfach so halbe Zentimeter Streifen runter. Zwiebeln halbieren wir und schneiden die auch in schöne, feine Ringe. Die dürfen ruhig noch ein bisschen Biss nachher haben, die müssen nicht so lebsch werden. Ich war heute Morgen im Großmarkt und als ich das gesehen habe, also wir haben echt Glück gehabt, ich habe noch nie so einen schönen Schweinenacken gesehen. Das ist ein Iberico-Nacken, ich muss den einfach mitnehmen. Unverschämt teuer, den braucht ihr nicht für das Rezept, aber ich sage euch eins, es macht es nicht schlechter, gell? Also, so, und dann schneiden wir uns einfach so 1,5 cm große Scheiben runter, so ähnlich wie ein sehr flaches Nackensteak. Und schaut euch mal diese Marmorierung an. Wenn ihr das dann aufgeschnitten habt, schneidet sie einfach nochmal schräg in schöne, dünne Scheiben runter. Und das Fett ist wichtig, ja, nichts wegschneiden, das brauchen wir schön in unserer Pfanne gleich. Das macht alles noch schön knuspriger, saftiger und ach. Wenn ihr euch euer Fleisch fertig geschnitten habt, ohne Witz, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Wenn ihr ein geiles Gewürz habt, einen geilen Barbecue habt, egal was könnt ihr nehmen. Ihr könnt auch einfach nur Salz und Pfeffer nehmen. Ich habe gerne eine eigene Gewürzmischung, eine Steak-Gewürzmischung passt. Also wie gesagt, worauf ihr Lust habt, was euch schmeckt. Noch eine Idee, was man noch dran machen könnte? Also wie gesagt, was euch schmeckt. Danke. Ja, was schmeckt dir denn so? Was machen wir denn dran heute? Entweder machen wir deinen geheimen Rub hier dran. Ja, wir können den nicht nachmachen. Oder wir nehmen einen fertigen Rub, weil du wolltest was die Leute auch nachmachen können. Den könnte man kaufen. Zum Beispiel, ja. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt hier von Don Marco beispielsweise den Porkbord. Ich hab den schon mal probiert. Oh, der ist noch zu. Ganz neu aus dem Laden geholt. Wo gibt's denn den eigentlich zu kaufen? Bei Grillgutz zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Wir nehmen den jetzt einfach mal und würzen einmal schön die Oberfläche damit. Jetzt geht's direkt weiter an den Grill. Und jetzt übergebe ich das Zepter an unseren Grillmeister heute. Perfekt. Dankeschön. Fleisch ist vorbereitet. Gemüse auch, aber wir starten mit dem Fleisch. Und das werden wir jetzt schön gleichmäßig hier über die Einsatzpfanne verteilen. Egal, ob das jetzt eine Plancha ist, eine Einsatzpfanne, eine Gusseisenplatte. Hauptsache, es ist kein Grillrost, weil dafür ist es einfach zu dünn geschnitten. Und wir werden jetzt am Anfang einfach nur für Röstaromen sorgen und dafür, dass schön was von diesem Fett austritt, damit wir danach das Gemüse da drin richtig schön anrösten können. Dann soll es knackig bleiben. Das Fleisch kommt dazu, der Käse kommt da drüber. Und dann sorgen wir dafür, dass das Fleisch einen richtigen Garpunkt hat, das Gemüse knackig ist, aber Röstaromen hat und der Käse perfekt geschmolzen ist. Fleisch muss überall möglichst viel Kontakt zur Plansche haben, damit wir richtig Röstaromen bekommen, diese Maillard-Reaktion entstehen kann und das Fett austritt. Direkt einmal wenden, großflächig. Gerade auch schon, wenn es vorgewürzt ist, relativ zügig wenden, dass wir nicht zu viele schwarze Stellen bekommen. Denn das Paprika, was wir jetzt in dem Gewürz drin haben, das verträgt keine hohen Temperaturen, aber wir brauchen hohe Temperaturen fürs Fleisch. Und auf so einer Plansche hier, beziehungsweise Einsatzpfanne mit 4 mm, geht das so schnell. Und das soll es schon gewesen sein. Das holen wir jetzt einmal direkt wieder raus. Ich will es gar nicht garen, damit es richtig saftig bleibt gleich. Aber das Fett wollen wir hier drin lassen. Ich hoffe, die Plansche ist jetzt so ein bisschen runtergekühlt. Weil das Gemüse braucht so viel Dampf eigentlich gar nicht, aber das kommt jetzt direkt da rein. Und das kriegt jetzt auch richtig Röstaromen und Geschmack vom Fleisch. Wenn der Joscha hinten das Gemüse und das Fleisch anbrät, machen wir hier, ich habe hier ein paar geile Hotdog-Brötchen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, Toastbrot zu Hause nehmen oder kauft euch ein paar schöne Brioche-Buns. Am besten ein bisschen vordämpfen und so, dass die schön weich werden. Dann schneiden wir uns die einfach einmal an, aber nicht ganz durch, dass wir so schön aufklappen können.
Weil wir wollen die gleich füllen. Jetzt geben wir den schön aber von innen drin noch ein paar Röstaromen. Den geben wir jetzt noch kurz einen mit, dass die schön ein bisschen angetoastet werden von innen. Wenn das Gemüse jetzt so aussieht, dann kippe ich jetzt hier ein bisschen was von diesem Bratensaft nochmal dazu. Möglichst ohne Fleisch. Genau. Und schieb jetzt das Gemüse hier einmal zusammen, dass das richtig Geschmack nochmal bekommt. Lass das hier im vorderen Bereich garen. Und pack jetzt das Fleisch auch wieder dazu. Allerdings ohne die Flüssigkeit, damit es nochmal brät und nicht köchelt. Das Gemüse darf jetzt hier mit dem Geschmack so ein bisschen Konsistenz bekommen und das Fleisch wird nochmal gebraten. Einfach ganz kurz. Wir nehmen nur die seitliche Strahlungswärme, wir machen da gar nicht groß rum. Fleisch und Gemüse vermengen wir jetzt miteinander. Für den Käse hat der Michi sich jetzt hier für Mozzarella und Cheddar entschieden. Also eine geile Mischung, dass es richtig schön Fäden zieht und eine geile Farbe und einen geilen Geschmack hat. Den geben wir jetzt einfach herzlos komplett über alles rüber. Wenn wir das jetzt mit dem Käse hier vermengt haben, dann können wir die Hitze drunter ausstellen, können den Deckel nochmal schließen, den Käse zu Ende schmelzen lassen und gleich dann unsere Sandwiches mit der Barbecue-Soße einmal da drauflegen, zusammenklappen und fertig sind wir. Unsere angetoasteten Brötchen. Da geben wir jetzt eine schöne Barbecue-Soße drauf. Nehmt die, die euch schmeckt. Welche ist das denn? Die, die mir schmeckt. Ah. Übrigens, das ist die hier. Extrem lecker. Verlinken wir euch unten mal, gell? Verteilen wir die uns noch ein bisschen. Dass wir schön auf dem ganzen Brötchen überall was haben. Müsst ihr übrigens nicht mit einer Gabel machen, aber ich habe kein Schmiermesser da. Also nicht, dass es hier kein Schmiermesser gibt, aber ich habe jetzt kein... Ich wollte gerade sagen, ich hier... Ich habe gesagt, Viertelstunde. Wie lange hat es jetzt wirklich gedauert? Ey, wir haben hier gerade ein Video gedreht. Ganz ehrlich, mit Video drehen natürlich ein Ticken länger, aber wenn ich das zu Hause nachmache. 17 Minuten. Richtig. Genau. Sehr gut. Ey, ein schnelles Rezept und es sieht saugeil aus. Noch nicht. Ja. Wir müssen jetzt probieren, wir können nicht weiter reden. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe zu danken. Zum Wohl. Jawohl. Oh, ja. Boah. Mega. Mm. Das weiche, würzige Brot. Und dann da drin das Fleisch ist ultra zart. Geil. Geile Röstaromen, ist immer noch richtig heiß mit dem Käse zusammen. Oh ja, schmeckt's geil. Und die Zwiebeln und Paprika haben die perfekte Konsistenz. Die sind minimal knackig, aber du kommst so dadurch. Also was der Käse für Fäden zieht und du schmeckst es auch. Den cremigen Mozzarella, der Cheddar gibt nochmal oben einen drauf. Und dieses geile, würzige Fleisch. Ey, ganz ehrlich, also wenn mal die Jungs abends zum Fußball kommen oder die Mädels, ein Geburtstag, irgendwas, mach mal keine Hotdogs oder Burger, mach mal das. Ohne Witz. Baller. Und diese Barbecue-Soße mit der Süße und der Schärfe, das ist macht's rund. Ja, das ist total. Wirklich, also wie gesagt, da kickt da drauf. Oder wenn ihr nur süße Barbecue-Soßen habt, ein paar Jalapenos noch mit drauf. Also das ist ja euch freie Hand, was ihr macht. Also wie gesagt, ey, ohne Scheiß, macht's nach. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, postet, wenn ihr es nachgemacht habt, gerne mal eure Ergebnisse und sagt uns, wie es euch geschmeckt hat. Würde mich mega freuen. Wir wachsen ständig in unserer Gruppe. Es macht echt Spaß zu sehen, wenn ihr Sachen nachmacht und Ideen und eure Ergebnisse mit uns teilt. Schaut auch gerne mal beim Joscha vorbei, wenn ihr hier in Bergisch Gladbach wohnt. Oder ich sage euch eins, die Anreise hier macht Sinn. Wenn ihr mal einen schönen Grill kaufen wollt oder sowas, ist eine wunderschöne Ausstellung. Wenn ihr mal einen Grillkurs besuchen wollt, genau. Also es ist echt schön hier zu sein. Dann bis nächste Woche, ihr Lieben. Euer Joscha, Manu und der Michi. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein durften. Lass ihn doch essen dabei. Ja, das ist bei uns immer so, wir essen immer. Ihr sagt immer, ich soll aufhören zu essen. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man isst.